ist 1. Mai. Die Stimmung ist ganz high. Keine Ahnung. Oh, ist nicht ans Mikro gekommen? Ans Mikro. Muss da noch was sein, keine Ahnung warum. So, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir machen weiter. Und, ja, wir haben in der Musik gesprochen. Wo geht's denn hier hin? Mystic Morgan. Ach, das ist bestimmt die, gute, Nanny Noah. Haben wir hier so? Da haben wir noch was. Hinweis 1. Klacke, die Klack. Auf die Schienen und Hungen geht's ab. Suchen Sie die Kollegen aus vergangener Zeit. So, das ist alles Hinweis 1, oder was? Ah, okay. Schatzsucher. Ah, alter Netzladen. Okay, gut. Das ist also für die Leute hier. Das kennen wir ja alle schon. Da hängen die ersten Hinweise. Wurde aber anscheinend auch gar keiner abgenommen. Sag mal hier. Glücksgriff. Jeder Griff ein Preis. Na, krieg ich das auch? Habe ich den eingesteckt jetzt? Ich habe einen Löffel eingesteckt. Guck mal, was hier alles so ist. Okay, mehr ist hier anscheinend nicht. Ich habe hier einen Löffel eingesteckt. Na dann, was haben wir hier denn? Achso, das haben wir, glaube ich, angeguckt, oder? Haben wir das angeguckt gerade? Ich bin mir gar nicht so sicher, liebe Freunde, ob wir geguckt haben auf die Schild. Fülle meine Hand mit Silber. Nee, das haben wir noch nicht. Ups. Hallo, morgen? Morgen, Menkel? Oder ist es heute die mystische Morgen? Ja, ja. Ich habe so das Gefühl, die Frau ist gerade nicht ganz die, die wir kennen. Kann das eventuell sein? Zeig doch mal ganz kurz. Hallo? Das ist nicht richtig. Nicht? Kann ich ein Foto machen? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ach, fülle meine Hand mit Silber. Alles klar, okay. Sehen Sie irgendetwas in der Kristallkugel? Ja. Näher. Näher. Oh, soll ich mich setzen? Da. Da. Alles klar. Sehen Sie irgendetwas in der Kristallkugel? Der Nebel lichtet sich. Was sehen Sie? Tiefer. Tiefer. Durch den Dunst. Durch die Nebel. Jetzt kann ich sehen. Okay. Können Sie meine Zukunft sehen? Ich sehe, große Dinge stehen bevor. Eine coolere Stimme wäre aber schon passend. Also ich meine, die hat eine ziemlich weiblich, also weiblich natürlich, aber so eine ziemlich zärtliche Stimme, das passt ja einfach nicht zu so einer Wahrsagerin. Werde ich Sexton jemals lebend verlassen? Ja, ja. Sie werden lange leben und viele Abenteuer bestehen. Klingt fast wie eine Vorlesung. Werde ich die verlorene Krone finden? Das, was verloren ist, soll nicht gefunden werden. Aber ich werde sie finden. Es soll nicht sein. Es soll nicht sein, okay. Ich habe das Gefühl, verfolgt zu werden. Oder heimgesucht. Näher. Näher. Was? Kommen Sie mir näher? Tiefer. Tiefer. Durch den Dunst. Durch die Nebel. Wollen Sie mich holen? Ja, ja. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Das, was verloren ist, soll nicht gefunden werden. Wollen Sie sagen, dass ich die Krone aufgeben soll? Ja. Ist die Frau besessen von den Eger-Brüdern? Ich fülle ihre Hand bald wieder mit Silber. Ich sehe, große Dinge stehen bevor. Ist sie eventuell von den Eger-Brüdern besessen, dass sie uns sagen soll, dass wir nicht weitersuchen sollen? Der Mindfire-Tagskompola wurde gezogen. Das gibt's los, trägt die Nummer 142. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger. Wir haben sicherlich ein ganz anderes... Das ist nicht richtig. In der Tasche.
ein Glückslos, Nummer 142. Was für ein Zufall, aber... Kommen Sie alle an den Stand von 6. Der 1. Mai ist da, endlich! Was für ein Zufall, dass wir gerade dies los haben. Ach, guck mal, die Morgenmenkel. Oh, sie verkauft Teddybärchen. Oh. Der Jahrmarkt ist wunderbar. Er ist toll geworden. Das Kasperle-Theater war fürchterlich. Oh, ich weiß. Grässlich, oder? Frauenfeindlicher Mist. Ich schätze, dass Mr. Gruhl sich irgendwo dort unten versteckt. Ja, schrecklicher Mann. Er ist krank. Waren Sie schon in der Geisterbahn? Nein, das kann ich nicht behaupten. Hat sie aber Angst? Glauben Sie, ich werde hier mein Glück finden? Vielleicht haben Sie Glück. Suchen Sie Ihr Schicksal. Suchen Sie Ihr Schicksal. Glauben Sie, ich werde... Der Mai-Feiertag ist da. Fühlen Sie eine Veränderung? Ja, in der Tat. Es ist ein frischer Hauch in der Luft. Die langen Tage des Sommers stehen vor der Tür und alles wird erneuert. Der bleiche Mond, die fahle goldene Göttin ist unter uns. Das bin ich. Ich benutze Eau de Sommer. Okay, für mich gehen. Zeit für mich zu gehen. Vorsicht, Nigel. Denken Sie an Ihre Voraussage. Nicht alles ist, wie es scheint. Warum wollen wir eigentlich alle Menschen, ziemlich jeder, der hier ist, irgendwas voraussagen? Raffle. Wer ist Raffle? Warum heißt der Raffle? Sie haben es geschafft. Los, los, holen Sie Ihren Preis. Aber wie? Sie müssen hunderte von Losen verkauft haben. Naja, vielleicht ein paar Lose. Wir wollen nicht kleinlich sein. Sie haben gewonnen. Hoch oben auf den Vielleicht Blicken. Hilft mir das bei meiner Mission. Sie haben mir neue Hoffnung gegeben, Nigel. Ich glaube, da draußen hinter den Fans liegt ein großer Schatz. Suchen Sie die Wahrheit und beweisen Sie, dass ich mich geirrt habe. Genwulfs Krone, sofern sie existiert, soll in unserem Museum einen Ehrenplatz erhalten. Und dann seid ihr verflucht, sterbt alle und... Ja, klasse, okay, gut. Ja, Warum arbeiten Sie in dem Kunststand? Spenden sammeln natürlich. Mit gutem Willen allein kommt das Museum nicht über die Runden. Warum nicht? Was ist der erste Preis der Tombola? Kunst? Gut geraten, Nigel. Ihre Informationen in Bezug auf Nicholas Gurney haben mich bewogen, genauer nachzuforschen. Ich hörte, es gab einen Raub im Museum. Ja, direkt unter unserer Nase. Der Dieb hat auf geniale Weise das Fernrohr des alten Spivey entwendet. Wir haben es nicht mit einem gewöhnlichen Einbrecher zu tun. Aber warum das Fernrohr? Es ist eines der wertloseren Ausstellungsstücke. Warum sollte man es stehlen? Vielleicht hatte es für jemanden sentimentalen Wert. Oder vielleicht brauchte es jemand für einen anderen Zweck, Mr. Danvers. Ich mache mir nicht allzu viele Sorgen um seine Sicherheit. Ich denke, es ist in guten Händen. Ich bin sicher, Sie haben recht. Solange das Fernrohr nur wieder zurück ins Museum findet, werde ich nicht weiter nachforschen. Ja, ja, ist schon klar, okay. Darf ich Sie etwas anderes fragen? Ich denke mal, das Fernrohr wird sich irgendwie in das Museum zurückbegeben. Einen schönen Tag noch, Professor. Ihnen auch, mein Junge. Ihnen auch. So, na dann gucken wir mal weiter. Sind wir wieder beim Bob? Na okay. Können wir ihn jetzt wegen dem Fernrohr eventuell fragen? Schönen 1. Mai, Mr. Tawny. Bob, bitte. Ja, es ist ein schöner 1. Mai. Nee, nur gesprochen, haben Sie das Fernrohr... Ah. Haben Sie das alte Fernrohr repariert? Was habe ich? War gleich heute Morgen dran. Bitte schön, kommt mir bekannt vor. Gut, dann danke Einen schönen 1. Mai noch. Ja, Ihnen auch, Junge. Los, suchen Sie sie. Na dann, gehe ich mal hoch, wo ich ungestört bin. Und schaue mir das Fernrohr mal an. Der Jahrmarkt am Strand von 6. ist jetzt geöffnet. Okay. Was ist das? Tombola-Preis. 1. Preis. Hoch oben auf den Klippen wacht 6. Leuchtturm über alles.
Kommen wir weiter bis Ölkumbe. Bald. Was soll ich mit dem vollen Fernrohr jetzt machen, ist die Frage. Das ist nicht richtig. Was soll ich mit dem Fernrohr im Mund? Ich guck mal ganz kurz auf. Also wir haben ja noch Zeitung bekommen heute. Todesversteck. Polizei findet verstecktes Katzenentführer. Alex Rubens von der englischen Polizei leitet die Ermittlungen um den seltsamen Vorkommnisse im alten Netzladen am Strand von Sexton. Rubens entdeckte das ungewöhnliche Versteck am späten gestrigen Nachmittag aufgrund eines Tipps von zwei Jugendlichen aus dem Ort. Wir sind jugendlich? Okay. Das Versteck soll erschreckend bizarr gewesen sein, angefüllt mit finsteren exorzistischen Objekten, grausigen Geröll und traurigerweise auch den Leichen der verschwundenen Katzen aus Sexton. Gegenüber der Presse äußerte Rubens, wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Der Verantwortliche wird seine gerechte Strafe bekommen. Wir werden jeden Kieselstein umdrehen auf der Jagd nach dem bösartigen und brutalen Monster. Yours 4 years, 4-0. Granted 5 full years. Lux. Das Bügeleisen für jeden Haushalt. Das ist wichtiger als die Katzenstory. Das bitte. Ja, gut, die armen Katzen, tut mir ja leid. Die Felsen zerschmettern deinen Kopf. Brutal. Danuas, armer... Ich muss überlegen, was das heißen soll. Ist aber ein Name. Danuas, armer Danuas. Bist schon so gut wie tot. Er ist Danuas? Wer heißt er nicht Danuas? Ach, Dan! Das soll Dan was heißen. Ah, Fail. Fail, okay, gut. Die Felsen zerschmettern deinen Kopf. Ich glaube, wir müssen... Huch, das wollte ich gar nicht. Komme ich jetzt überhaupt hier durch? Komme ich in die Höhle? Nee. Komme ich dahinter? Nee. Ich komme hier nirgends hin, okay. Das ist interessant, das heißt, ich kann gar nicht irgendwo anders hin. Aber was mache ich mit dem Fernrohr jetzt? Muss ich zum Turm? Muss ich eventuell zum Turm? Mein Haar sieht so zerstört aus. So. Ich möchte diesem fröhlichen Fest ja nur ungern den Rücken zudrehen, allerdings glaube ich, mein Weg führt mich hinauf zum Turm. Deswegen kann ich da hinten auch nicht lang, sondern kann nur hier lang. Hier ist mir noch alles erlaubt. Aber der blaue Himmel macht sich echt schön in der grauen Landschaft. Das sieht echt schön aus. Der selte Corner ist offen. Ist der offen? Ja, ist offen. Oh oh. Seine Katze. Mal schauen, was er zu berichten hat. Tartreese, tut mir leid mit Mr. Tibbs. Wenn ich den in die Finger kriege, der das gemacht hat. Bei den Keltengöttern, den mache ich fertig. Ist jetzt eine Polizeiangelegenheit. Ja. Was kann ich für Sie tun? Okay. Haben Sie etwas über antike Symbole oder Piktogramme? Sicher, Junge. Sehen Sie im Regal nach. Ich untersuche die hiesigen Legenden und Mysterien. Sie haben recht. Womit habe ich recht? Haben Sie noch Tipps für die Fotos? Ah, immer noch am Knipsen, wie? Ich versuch's. Die Fotos sind aber nicht die besten. Geben Sie alles. Vertrauen Sie auf Ihr Auge. Okay. Wussten Sie, dass Alex Spitmore ein Hochstapler ist? Denken Sie daran, dass ich jeden Tag eine Menge von Sexton sehe. Die Ankunft eines jungen Mannes in Sexton würde mir nicht entgehen. Oh, okay. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Reese. Das hoffe ich wirklich. So, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendein Foto noch einwerfen können hier. Wir wollen ja den Wettbewerb auch gewinnen, natürlich. Aber kriegen wir vielleicht noch irgendwelche tollen Geschenke. Geschenke! Ah, immer noch am Knipsen, wie? Was da? Das ist nicht richtig. Nee, okay, gut. Was haben wir noch so? Da haben wir noch zwei Zeichen. Das da vielleicht? Aha. Das sind tolle Fotos. Gut gemacht, Junge. Haben wir noch was? Okay, alle, die wir nicht ablegen, das sind tolle alle, Fotos. Die wir nicht abgeben können, gut gemacht, können wir reinmachen. Junge. Verstehe. Das sind tolle Fotos. Gut gemacht, Junge. Okay, warte. Das war's aber, okay. Dann schauen wir mal ins Regal, weil da muss jetzt auch noch was stehen.
Das interessiert uns nicht. Ich gehe einfach mal alle durch. Version 3, okay. Das interessiert uns auch nicht. Hier haben wir was. Okay, dann vergleichen wir mal die Bilder, die wir haben. Ich suche es erstmal selber. Das hier müsste theoretisch... Dieses Bild zeigt eine Stadt oder ein Dorf. Stadt, Dorf, Stadt, Dorf, Stadt, Dorf. Ah, okay. Und dieses zeigt... Das sehe ich hier gar nicht. Ich sehe die irgendwie beide gar nicht. Das Symbol steht für ein Auge. Auge, 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 Auge. Ach so, das ist umgedreht, okay. Stadt, Dorf, Auge und... Dieses Piktogramm stellt das große Fen dar. Die Stadt im großen Fen wird beobachtet wahrscheinlich. So nach dem Motto. Okay, sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal herausgefunden, was mit den Bildern ist. Aber ich glaube, wir müssen immer noch zum Turm. Wir brauchen auf jeden Fall noch Bilder. Das sind nicht die einzigsten. Wir brauchen noch Bilder. Mayday Ferry. Sogar hier oben haben sie es ausgeschmückt. Und wir können ja hier hinten auch noch weiter. Ich probiere mal einfach das Bild zu kombinieren mit dem Ding. Das ist nicht richtig. Fernrohr? Huh? Fernrohr? Hallo? Okay, das funktioniert. Was hat er vor? Schalten die Wolken? Was macht er? Was er da macht, erfahren wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und wir sehen uns morgen wieder und lassen den Nigel noch ein wenig durch sein schmuckes neues Fernrohr gucken. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.